Das ist ein Einleitungsvideo zu unserem Vergolderkurs, der aus 11 Videos besteht. Es gibt zwei Vergoldungstechniken, die Polimentvergoldung und die Mixions- oder Ölvergoldung. Die Polimentvergoldung wird mit Blattgold oder Blattsilber ausgeführt, während die Mixionsvergoldung in der Regel mit Schlagmetall ausgeführt wird. Die Phasen der Polimentvergoldung sind Anbringen des Kreidegrundes, Anbringen des Bolus, Anbringen oder Anschießen des Blattgoldes oder Blattsilbers. Die Phasen der Mixionsvergoldung sind Anbringen des Kreidegrundes, Anbringen des Mixions, Anbringen des Schlagmetalls. Zweck dieses Einführungsvideos ist, nur die wichtigsten Grundkenntnisse der Vergoldung zu vermitteln. Die 11 Videos des Vergolderkurses zeigen dann in anschaulicher Weise alle Phasen der Vergoldung. Das Anbringen des Kreidegrundes ist die erste Phase der Vergoldung und stellt die Basis sowohl für die Polimentvergoldung als auch für die Mixionsvergoldung dar. Diese ist die Kreide und dieser ist der Hasenleim in Spänen. Für die Zubereitung des Kreidegrundes lässt man den Leim über Nacht in Wasserquellen, bevor er mit der Kreide gemischt wird. Leim und Kreide werden nun gemischt, bis man eine halbflüssige Konsistenz erhält. Der Kreidegrund wird von Hand in 5 Schichten für die Polimentvergoldung und in 3 Schichten für die Mixionsvergoldung aufgetragen. Nach 24 Stunden wird der Kreidegrund geschliffen. Wenn der Kreidegrund einige Ornamente überdeckt hat, muss man die Originalform mit Repariereisen wiederherstellen. Nach dem Auftragen des Kreidegrundes muss der Bolus, der aus einer Mischung von Tonerde besteht, aufgetragen werden. Der Bolus bereitet die Oberfläche zur Aufnahme des Blattgoldes vor. Der Bolus kann schwarz, gelb oder rot sein. Der gelbe Bolus ist für Reliefornamente besonders gut geeignet. Der schwarze Bolus wird bei Blattsilber empfohlen. Der rote Bolus verleiht der Vergoldung einen wärmeren Ton. Der Bolus wird vorbereitet, indem man ihn mit Hasenleim im Verhältnis 3 Teile Leim und 1 Teil Bolus vermischt. Ich bringe den Bolus auf den Rahmen an. Es sind 3 Schichten notwendig. Nach dem Trocknen muss der Bolus geschliffen werden. Dieser weiße Acrylbolus, auch Anlegemilch genannt, kann alternativ zur Kreide-Hasenleim-Mischung verwendet werden. Es ist ein Fertigprodukt auf Wasserbasis, das aus Kreide und Acrylharz besteht. Es wird mit der gleichen Prozedur des traditionellen Kreidegrundes aufgetragen. Es gibt auch farbige Anlegemilch in den Farben Rot, Gelb und Schwarz. Farbige Anlegemilch ist allerdings nicht für die Polimentvergoldung, sondern nur für die Mixionsvergoldung geeignet. Wir empfehlen, farbige Anlegemilch zweischichtig aufzutragen. Am Schluss muss sie geschliffen werden. Über den Acrylbolus trage ich ein Alkoholmixion auf, das in 30 Minuten trocknet. Echtes Blattgold und Blattsilber ist in Heftchen zu 25 Blättern gebunden. Blattgold ist 8,8 cm und Blattsilber 9,5 x 9,5 cm groß. Auf dem aufbereiteten Bolus wird das Blattgold angeschossen. Damit das Blattgold aufgenommen werden kann, wird der Bolus mit einer Netze, die aus einer Mischung von Wasser und Leim besteht, angefeuchtet oder benetzt. Die Netze wird direkt vor dem Anlegen des Blattgoldes aufgetragen. Um das Blattgold zu handhaben, ist ein Vergoldermesser und ein Vergolderkissen, worauf das Blattmetall angelegt wird, notwendig. Anfängern empfehlen wir, das Blattgold auf dem Vergolderkissen so anzulegen. Um das Blattgold aufzunehmen und auf den Rahmen anzubringen, benutzt man den sogenannten Anschießpinsel. Es handelt sich um einen Fehaarpinsel. Das Blattgold wird dann mit einem Achatpolierstein spiegelglatt poliert. Das Polieren ist bei Schlagmetall nicht möglich.
gehen wir nun zur Missionsvergoldung über. Wie wir schon gesehen haben, wird die Missionsvergoldung in folgenden Phasen durchgeführt: Das Anbringen des Kreidegrundes, das Anbringen des Mixions, das Anlegen des Schlagmetalls. Das Mixion ist eine Art halbflüssiger Leim, der über den Kreidegrund aufgetragen wird und Schlagmetall haften lässt. Es ist nicht für echtes Blattgold geeignet. Wenn der Rahmen mit einem Lochverstopfermittel behandelt worden ist wie dieser, ist es nicht notwendig, Kreide aufzutragen. Bevor das Mixion aufgetragen wird, muss die Oberfläche mit einer Schicht Gummilack bestrichen werden. Es gibt drei verschiedene Mixionstypen, die sich in ihrer Trockenzeit unterscheiden. Wassermixion, das nur im Innenbereich verwendet werden kann und in 15 Minuten trocknet. Alkoholmixion, das bei wasserabstoßenden Objekten empfohlen wird und nach 30 Minuten das Blattmetall aufnehmen kann. Ölmixion, das aus gekochtem Leinöl besteht und in der Version 3 Stunden und 12 Stunden Trockenzeit erhältlich ist. Schlagmetall ist eine Legierung aus folgenden Metallen: Schlagmetall Gold, eine Legierung aus Zink und Kupfer, das in drei Farben erhältlich ist. Schlagmetall Silber besteht aus 100%igem Aluminium. Schlagmetall Kupfer besteht nur aus Kupfer. Schlagmetallblätter sind im Format 16x16 cm erhältlich. In gebundenen Heftchen zu 25 Blätter ist Schlagmetall 14x14 cm groß. Schlagmetall wird ohne Schutzpapier zwischen den Blättern verkauft. Um die Aufnahme zu erleichtern, liegen die Blätter in versetzter Position übereinander. Um sie aufzunehmen, kann man so vorgehen. Das Metall wird angesetzt, wenn das Mixion die richtige Klebrigkeit erreicht hat. Wenn alle Blätter angesetzt worden sind, müssen die Metallreste abgestaubt werden. Transfergold ist echtes Blattgold. Das Blatt ist gegen Seidenpapier gepresst. Das Seidenpapierblatt ist etwas größer als das Format des Goldes und es ist in Heftchen zu 25 Blatt erhältlich. Es gibt auch Transfer Silber und es ist im Format 9,5 x 9,5 cm erhältlich. Transfergold wird über das Mixion und nicht wie die anderen Goldblätter über den Bolus angesetzt. Transfergold hat den Vorteil, leichter aufgenommen zu werden. Es fliegt bei Luftzug nicht weg und ist deshalb für Anfänger besonders gut geeignet. Dieses Schlagmetall ist in Rollen verschiedener Breiten erhältlich. Rollengold wird besonders zum Anbringen von Goldlinien auf Bilderleisten verwendet. Es kann auch verwendet werden, um goldene Linien auf Dekorrahmen anzubringen, wie dieser. Eine vergoldete Oberfläche kann mit einer Schicht von Bitumen von Judäa oder mit Bitumenwachs künstlich gealtert werden. Bitumen von Judäa ist eine Mischung aus Bitumen, Erdöl und Terpentin. Bitumenwachs ist eine Mischung von Bienenwachs, Bitumen von Judäa und Terpentin. Nach dem Trocknen muss die Oberfläche mit einem Tuch poliert werden. Die Vergoldung kann mit dekorativen Gravierungen wie diese bereichert werden. Die Prozedur für Gravierungen wird detailliert im Demo-Video Nummer 10 des Vergolderkurses erklärt. Man kann goldene Reliefverzierungen ausführen, indem man ein Reliefmixion anbringt, eine Paste, die in wenigen Stunden erstarrt. Wenn das Mixion solide ist, wird es mit echtem Blattgold oder Blattsilber überdeckt. Man kann auch Schlagmetall verwenden. Wenn man Schlagmetall verwendet, muss die Oberfläche mit Schutzfirnis gegen Oxidation bestrichen werden. Vor- und Nachteile der zwei Vergoldungssysteme. Die Polimentvergoldung kann im Gegensatz zur Mixionvergoldung spiegelglatt poliert werden und wirkt edler. Die Polimentvergoldung ist im Gegensatz zur Mixionvergoldung nicht für Außenbereiche geeignet. Die Arbeitszeiten sind bei der Polimentvergoldung länger im Vergleich zur Mixionvergoldung. Die Materialkosten sind bei der Polimentvergoldung höher als bei der Mixionsvergoldung, vor allem was die Goldkosten betrifft. Wir haben Ihnen ein Einführungsvideo zum Vergolderkurs gezeigt. Wir empfehlen Ihnen nun, sich die Videos der einzelnen Vergoldungsphasen anzuschauen,
wo alle Aspekte der Vergoldung im Detail beschrieben werden. Alle Produkte für die Vergoldung finden Sie auf der Webseite www.rinaldin.com.